Schon drüber nachgedacht mitzumachen. Dann habe ich ja gedacht, kann ich auch mit einem anderen Charakter machen. Ach, episch kann ich ja nicht machen. Ach, scheiße. Da fehlen mir nur, 117 Punkte, du Arsch! Ich hoffe, eure nächste Wunde wird die letzte sein. Ey, ich hab noch darüber heute Mittag gesprochen. Weißt du noch, Laguna? Heute wird's weg sein, habe ich gesagt. Da habe ich noch gesagt, um 19 Uhr heute wird's weg sein. Und was ist? 19 Uhr weg. Mann, ich weiß nicht, was ich mit dem Schurken noch machen soll jetzt. Hier kann ich nicht mehr viel machen, weil ich will nämlich nicht ins, ins Gewölbe reingehen ohne ein ohne Gewölbeerkundung. Was soll ich machen? Oh, ich muss mal kurz was nachsehen. Schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Aha. Ja, hier läuft nichts. Hier läuft nichts. Hier läuft nichts. Ich bin die Heilung in Person. Ich mache was anderes. Ich mache Dreck ins Gewölbe.
Du weißt schon, dass ich am Samstag spielen kann, du Idiot. Sie ist erst um 1 Uhr morgens da. Nee, Sonntag um 1. Ja, sie ist Sonntag da und Montag, dann fährt sie wieder. Ja, das hat ihr auch schon, mal Reittiere. Thank you.
bisschen bekloppt lachen muss manchmal auch. Auch wenn es schlecht ist. So ist das Leben. Manche haben Schweineglück gepachtet und manche sind Arschlöcher. Genau, Laguna, was ich dir noch erzählt habe, ich habe drakonischen Ring gekriegt. Jupp, den mache ich auch. Keine Ahnung, hab's vergessen. Weiß ich mir, wie heißt, hab's vergessen. Wie, für 10.000? Ach so. Ich hab nur noch 107. Ja, immer. Der hat immer ein Ambrett. Er hat so ein Ambrett, das glaubst du kaum. Das ist eine dumme Frage. Er ist dumm.
Ja, ja. Schön. Ein Hund, wo ein Schwert hinten aus dem Arsch guckt, ist mir auch neu. Ich bin mal kurz abbinden, bin gleich wieder. Bis gleich. Haha, hit weiter an. Na dann. Oh Gott, sind das Idioten. Manchmal stellen sich Leute dumm an. Die wollen unbedingt beim Schreckensgewölbe einen Heiler haben. Wenn es episch wäre, könnte ich es ja verstehen. Bei einem normalen. Oh Gott, ey, das wird ja noch 2 Jahre dauern, bis wir durch sind. 2 Wochen später. Nett.
Müll. Das ist das Leben manchmal. Das Leben ist kein Ponyhof. Viel Spaß dabei. Oh Gott, machen die auch mal weiter, die Idioten, ey, alter Schwede, ey. Die wollen die ganze Zeit hier auf den Kleriker warten, ey. Verstehen die, warum die unbedingt einen Kleriker haben wollen. Bei mir auch gerade. Wo sind die restlichen? Die Idioten sind gestorben, na super.
Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Anfänger? Drei Tage, 18 Stunden. Ja, er frühstückt immer ein Clown. Kisten leicht gemacht oder was? Glaube ich auch eher. Oh Mann. Alter!
Verdammt! Jetzt habe ich sie eingeholt. Geschenkter irgendwas. Schon wieder. Scheiße. Nicht überlebt. Wo? Ich bringe ab, ich hab keinen Bock mehr auf schlechtes Gewölbe.
So, jetzt muss ich nachdenken, was ich machen soll. Bei mir ist er einmal nur gedroppt. Lalalalalalalalala. Müll. 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 Wieso kriege ich immer Müll raus? Wieso kriege ich immer Müll nur raus, Müll nur raus? Doch, das kann sein. Na gut, da muss ich verstehen, ist ein feiges Schwein. Voll normal. Hundertsechzehn zurzeit. Kann man immer gerne machen. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich wechsle jetzt Charakter und mache einen anderen Charakter. Ich mache Gestade von Türen. Wer macht mit? Niemand? Gut. Ach nee. Nee, ich gehe nicht gestartet von Türen. Ich gehe erstmal auf meinen Hexenmeister. Guck mal nach, was man da so Schönes machen kann bei dem. Wenn man das bei dir kann, gut, dann viel Spaß dabei. Viel Spaß. Bei dir. Ja, bei dir viel Spaß. Ja, viel Spaß dir. Egal, was du machen willst bei dir. Ach, Scheiße. Der Kult des Drachen. Trotz der Vermutung. Der Kult des Drachen.
Tja, tja, so ist das, so ist das, so ist das. Es gibt Dinge! So ist das eben manchmal, Laguna, so ist das eben. Willkommen beim Stream. Geil, mal hier sein. PvP. Ich hab keinen Bock auf PvP, ehrlich gesagt. Aber egal. Mach ich mal ein bisschen PvP. Bis Gewerbeerkundung da ist. Wenn der Gewerbeerkundung da ist, erstmal wieder schön Russi farmen. Hoffe ich mal. Story kann ich nicht mehr viel machen. Die Story ist ehrlich gesagt auch bei meinen Charakteren irgendwie verbuggt. Ich kann da irgendwie die Story nicht wirklich weiterspielen, weil keine Story-Missionen da sind. Ich habe eine Story-Mission gemacht und die anderen sind alle weg. Wurden nicht mal, werden nicht mal angezeigt. Keine Ahnung warum. Ist für mich total zum Kotzen. Weil mein Schurke wollte die ganze Zeit die ganze Story fertig machen, kann ich nicht fertig machen. Voll die Verarsche dabei.
Aber na gut, das kann ich leider nicht ändern. Werde ich eben noch im Forum schreiben, dass da ein Bug wieder ist mit scheiß Story Missions. Und ja, werde dann mal schauen, weil ich die Story weiterspielen kann. Verdammt, verdammt, verdammt. Nenn die 3 ein, das ist gut. Wenn man gleich das erste Spiel gewinnt, wäre perfekt. Jerio, der Bug ist aufgetreten seit der letzten Serverwartung. Ich habe da am, warte mal, vorletzte Serverwartung. Da habe ich noch ein bisschen, ich kann Pirate Skyhold kann ich fertig machen, dann kann ich Iceberg Peak nicht fertig machen, bin ich gerade mal am Anfang bei den beiden Maps, kann da einfach nichts machen, weil da keine Quests mehr angezeigt werden. Ich habe die abgegeben, die alten, und habe keine neuen gekriegt. Das ist voll scheiße. Ich hoffe, das patchen die mal, aber bald patchen. Weil eigentlich wollte ich noch da schön die Story weiterspielen, weil man kann da gut Geld verdienen, beziehungsweise Gold verdienen, ne? Und so sieht dann ein bisschen nochmal von der Story, weil ich finde die Story nicht schlecht. Ich finde es echt nicht schlecht, das Spiel, finde es eigentlich richtig gut, aber naja, es ist eben die Scheiße, wenn so viele Bugs noch sind. Scheiße, bin ich langweilig. Neu zu installieren bringt wahrscheinlich nichts. Das hat jemand anders schon gemacht und es hat auch nichts gebracht. Jemand anders, den ich kenne, der hat auch den Bug gehabt und der hat es dann auch neu installiert und hat nichts gebracht. Story Missions hat er trotzdem nicht gekriegt. Und das Seltsame war ja auch noch bei meinem taktischen Magier, funktioniert das einwandfrei. Ich konnte alles machen. Heilen, heilen ist ein Scheißdreck. Eins wird eingenommen, ist mir aber Schnuppe, ich will 3 haben. Haha. Fuck, so knapp gewesen, ey.
Das ist ein MMORPG, Jerio. Das bedeutet, du bist mindestens. Du bist auf verschiedenen Instanzen hier. Auf der Konsole und. Du spielst mit. Naja. 30, 40 Leuten zusammen. Kannst eine Gruppe machen von 5 Leuten maximal. Und kannst mit 30 oder 40 Leuten zusammen spielen, aber. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Du kannst jede Story-Mission mit einem Kumpel spielen. Du kannst mit 5 Kumpels zusammenspielen sogar. Also ist richtig sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Ist free to play und es gefällt mir gut. Sehr gut sogar. Der will mich wohl von hinten nehmen, die Sau. Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. Und der PvP-Modus ist totaler Scheiß. Das ist immer nur Herrschaft, mehr ist das hier nicht. Ich mag das Ding nicht. Ich hasse PvP allgemein eigentlich. Ja, bloß ich mach das wegen den Rohastral-Diamanten, die man hier kriegen kann. Alter, wie schnell machen die mich down? Wichser. So kann man die gute Mauer behalten. Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. So.
dominiert. Komm, stirb. Schön ein. Interessant. Mann, ist der schwach. Der Gegner dominiert. Scheiße. Komm schneller, ich muss helfen, 3 einzunehmen. Der Gegner dominiert. Ich muss helfen, 3 einzunehmen. Ah, perfekt. Euer Team dominiert. Ich nehme jetzt 2 ein und ich gehe trotzdem zu 3. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Komm schon. Und eingenommen. Euer Team dominiert. Oh, ist der Kleine tot? Habe ich ihn umgebracht? Dann stirb schon. Von hinten. Oh Mann, das ist so lustig. Er dachte, er ist in Sicherheit. Jetzt ist er tot. Euer Team dominiert. Wir haben gewonnen. Der Gegner dominiert. Perfekt. Ich
könnte vielleicht eines machen, das kann ich gleich mal probieren. Wenn die Story funktioniert, dann kann ich das machen zumindest. Muss ich ja Charakterwechsel spielen, machen. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Ich guck mich hier rein. Ich muss kurz mal täglich abgeben, dann kann ich gleich mal kurz wechseln, dann kann ich mal gucken, ob ich die Story machen kann. Komm schon, lad schneller. Okay. Charakterwechsel, ja. Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. So, Abgrund, das kann ich nämlich machen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Hoffentlich seid ihr bereit, ein paar Verseuchte zu beseitigen. Ihr seid hier, um zu helfen, und ihr habt keine Spur der Pest an euch. Ihr seid entweder der mutigste Abenteurer, der den Narbenbergfried je betreten hat, oder der dümmste. Na gut, ich glaube euch mal, hauptsächlich, weil wir die Leichen brauchen. Wir haben uns als Freiwillige für die erste Verteidigungslinie gegen die Verseuchten gemeldet. Ihr seid sicher hier, weil die Leute auf der Oberfläche meine Nachricht über die merkwürdigen Dinge bekommen haben, die sich hier abspielen. Merkwürdiger als sonst, meine ich. Die Leute auf der Oberfläche wollen aus Angst vor der Zauberpest nichts mit uns zu tun haben. Und Versorgung bekommen wir nur zusammen mit neuen Rekruten. Alles andere müssen wir uns aus Gebäuden hier im Abgrund holen. Uns werden langsam die Waffen und Vorräte für unsere Soldaten knapp. Schon bald werden hier Steine, Stöcke und ein rauer Umgangston verwendet werden. Ihr scheint recht gut ausgerüstet zu sein. Begebt euch zu den verfallenen Baracken im Nordwesten und bringt uns alle Waffen und Vorräte, die ihr finden könnt. So, Waffenlager ansammeln, Warenpakete ansammeln, okay. Stirbt mit einem Schlag? Was ist das denn für ein Schwächling? Lächerlich. Ja, die Grafik ist eigentlich ganz nett, finde ich nicht schlecht.
Kann man nichts gegen sagen, ist ja free to play. Oh, die sind Level 49 nur. Dachte, die waren mehr. Deswegen greifen die mir auch nicht an. Deswegen sind sie auch so schwach. Kleinen speckligen Viecher. Abgrund. Down ist das wie ich. Nö, erst später. Aber ich mache dann sowieso für meinen Schurken was anderes. Der braucht nicht seine Z1-Rüstung vollständig. Perfekt. Ach, war doch nicht viel, was wir gemacht haben. So, dann ist diese Quest schon mal fertig. Gut gemacht. Jetzt können wir endlich einen Gegenschlag starten. Jemanden wie euch könnten wir in unserem Vorposten sicherlich brauchen. Meldet euch bei Leutnant Rell beim Abgrund vor. Ach, und bitte erledigt doch noch etwas auf dem Weg dorthin. Willkommen beim Stream, die dazugekommen sind. Feuergeysire hier in der Nähe aufgefallen. Sie versengen die Ruinen und lassen alle Arten von verseuchten Kreaturen entstehen. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, werden sie den Narbenbergfried überwältigen. Glücklicherweise gab es unter den geborgenen Vorräten zwergische Sprengrunen. Wenn solch eine in einen Geysir geworfen wird, sollte dieser eigentlich versiegen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das erledigen könntet. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir machen mal alles kalt. Das ist doch... Oh, da gibt's ja was zu geiern. Absteigen. Verrecke. Da bin ich schon wieder zu weit. Ja, es gibt auch Bosse in... Warte, das mache ich später auch noch. In einer Stunde mache ich das... Ne, nicht mal einer Stunde. In einer Dreiviertelstunde. In diesen ganzen Gewölben gibt's Bosse. Es gibt Mini-Bosse und es gibt eben stärkere Bosse. Und ich werde das auch noch machen, aber erst in einer Dreiviertelstunde, weil man braucht fürs Ende immer einen bestimmten Schlüssel. Und in einer Stunde ist Gewölberkundung, da braucht man keinen Schlüssel verbrauchen und kriegt es dann so gesehen kostenlos. Und da versuche ich immer so viel oft wie möglich die Gewölbe zu machen. Weil es macht eigentlich auch Spaß, die Gewölbe zu machen. Es ist so ein bisschen Farming von Rüstung und Waffen und einem anderen eben. Ne? Also kannst du sehr viel tun. Ah, ich brenne ein bisschen. Bosse gibt's auch in der Story, ist ja klar, aber ich muss mal schauen, wann einer kommt. Das werden wir gleich sehen hier bei der Story Missions, das dauert immer ein bisschen. Aber es kommen mindestens zwei Bosse immer vor, sobald ich mich erinnern kann. Der Kampf gegen die Kreaturen aus dem Abgrund verläuft schlecht. Es scheint ihrer unendlich viele zu geben, während wir nur eine Handvoll sind. Ihr seid also der Grund für das Explosionsgeräusch, das von der brennenden Straße kam? Gut gemacht.
Es ist gut, dass einige dieser Geysire versiegelt sind. Und es ist noch besser, dass wir die Unterstützung eines Freiwilligen haben. Die Narbenkompanie mag grimmig sein, aber auch stolz. Denn wir tragen mutig unsere Farben in die Schlacht. Beim letzten Mal wurden wir jedoch beinahe überrannt und haben Banner verloren. Der Verlust kommt jedem hier einer persönlichen Beleidigung gleich. Und es wäre toll, wenn ihr es zurückerlangt und so unsere Moral wiederherstellen könntet. Wenn es euch gelingt, dann bringt es her und hisst es über der Festungsmauer. Aber seid gewarnt, der Ort, an dem es sich befindet, wird von den mitunter grauenvollsten Kreaturen bewacht, mit denen wir es bis jetzt zu tun hatten. Tauscht Insignien der blauen Flamme gegen Schutz vor unnatürlichen Kräften. Ich hab's nicht vergessen, wo sie war. Nicht wundern, dass mich die Viecher ignorieren, aber ich bin 10 Level über die und deswegen interessiere ich die nicht. So. Ich hoffe, es kommt gleich mal ein Boss, dann kannst du auch gleich mal einen Boss sehen. Die Bosse sind ja eigentlich ziemlich leicht in der Story, aber in den Gewölben sind sie schon ein bisschen happiger. Du sollst mal Book Never spielen, wenn du das Spiel mal irgendwann anfängst, weil Book Never ist ein harter Dungeon, der dauert etwa, etwa 3 bis 4 Stunden. Also dafür muss man sich schon Zeit nehmen. Wenn man natürlich eine sehr gute Gruppe hat, dauert es natürlich auch sehr kurz. Dieses Banner ist nicht bloß ein Stück Stoff. Es ist ein Symbol für die Hoffnung aller Mitglieder dieser Kompanie. Durch das Zurückerlangen habt ihr unseren Kampfgeist wieder gestärkt und wir sind nun bereit, weiterzumachen. Die gesamte Kompanie salutiert euch gegenüber. Die verseuchten Kreaturen sind recht stark. Aber durch ihren Organisationsmangel hatten wir bis jetzt immer einen kleinen Vorteil. Bei unserem letzten Angriff haben wir jedoch herausgefunden, dass die Verseuchten nun von einer Kreatur mit dem Namen Troker, der Feuerteufel, kontrolliert werden. Troker ist ein mächtiger Zauberwirker und weiß die von ihm kontrollierten Kreaturen gut in der Schlacht einzusetzen. Unseren Spähern zufolge hält er sich in den Ruinen nördlich von hier auf. Um die Verseuchten aufzuhalten, muss zuerst Troker eliminiert werden. So, dann mache ich mal einen der Bosse kalt. Wesen funktioniert diese Story hier. Hab schon befürchtet, dass der Abgrund auch abgerissen ist. Tot liegen. Kiste vergessen. Das war meine Fake-Kiste. Yeah.
nicht wundern, wenn der Boss bei mir sehr schnell liegt, aber siehst ja, wie schnell ich die Gegner hier platt mache. Die halten ja nichts aus. Was ich auch demnächst noch streame, ist Teso. Werde ich auch noch anfangen. Aber da es für Konsole erst am 9. rauskommt, dauert es noch ein bisschen. So, eines der Bosse aus der Story. Der ist gleich platt zu machen. Mit dem Schmusi in der Runde. Na, machen wir jetzt mehr alles. So schnell ist der kleine Bossi Platti.